an der Leine kläffen, zieht er stolz durch den tiefen Wald. Und nichts und niemand kann ihm seine Freiheit nehmen. Hi, ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Dann fange ich mit einem Bekannten an. Also mit einem bekannten Krater. Was mir aufgefallen ist eben, ich habe nur so mehrere Stunden von mir aus recherchiert, so geguckt. Ich zeige euch gleich, hier habe ich ein paar Entdeckungen. So, ich möchte mal zeigen hier, der Baringer Krater. Das ist hier, der ist irgendwie durchschnittlich über 100 Meter tief. Vor etwa 50.000 Jahren soll das hier passiert sein. Es gibt viele, da, ja, von 180 Meter. Ich habe eben nachgemessen, da war die tiefste Stelle gerade mal so tief vielleicht. Aber es geht mir darum, dass ich hier zum Beispiel eben durch Zufall habe ich dachte erstmal, das ist ein Krater. Dann habe ich gesehen, das ist ein Vulkan, aber 50.000 Jahre wieder die gleiche Zeit. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Es gibt viele Vulkane und Einschläge, die die gleiche Zeit datiert sind. Natürlich sind die Zeiten teilweise sehr unterschiedlich, aber jetzt haben wir erstmal diese 50.000 Jahre, wo dieser Vulkan hier explodiert ist, und er hat noch so einen Zwillingsvulkan, der in der Nähe ist. Der sieht genauso ähnlich aus. Da ist mir das aufgefallen, das sieht hier aus wie eine Landskrone, so seitlich explodiert, das ist das Vulkan. Und das ist dann auch vor 50.000 Jahren passiert. Ich sehe hier sofort noch, was ist das? Wahrscheinlich auch ein Vulkan und vielleicht mehrere. Komisch ist, dass zu dieser Zeit, wo die Einschläge waren, sind gleichzeitig die Vulkane explodiert. Hier haben wir erstmal so einen ganz kleinen Beweis dafür. 50.000 Jahre, das ist das der große Einschlag dort. Die Datierungen möchte ich einfach so in Frage stellen, weil ja, ich selber denke immer an diese magische 12.000 Jahre. Ja, muss ja nicht alles dort gewesen sein. Aber ich zeige euch jetzt erstmal vielleicht was Interessantes. Ja, hier ist das. Hier sehen wir noch einen Krater, Belknap-Krater. Der sieht ähnlich aus, auch so irgendwie seitlich explodiert. Aber Mann, haben die hier schöne Auflösung. Ne? Oh Mann, ist das schön. Entschuldigung, ja, so bin ich halt. Wir haben schon mal hier zwei Krater. Die Erosionsspuren sagen ja hier eindeutig, dass das die gleiche Zeit gewesen sein muss, weil das sieht identisch aus. Es ist auch so ein Zwillingsberg hier und wir haben praktisch ja das gleiche hier mit der gleichen Erosion. Da haben wir schon mal zwei Vulkane und einen großen Asteroideneinschlag, die zur gleichen Zeit passiert sind. Gut, gehen wir weiter. Hier habe ich etwas selber entdeckt. Ich habe den Krater genannt, offiziell ist das nicht mal als Krater betitelt. Gibt es hier einige noch in der Welt, die nicht mal erforscht worden sind. Meiner Meinung nach ist das ein Krater, der heißt komischerweise Teufelsgarten. Also, und man sieht hier die Umrandung, die erste Linie, man sieht auch die zweite Linie und vielleicht sogar noch eine dritte. Und man sieht halt diese Form und ich habe mir das natürlich so angeguckt und Höhe gemessen, ne, dass das passt. Manchmal kann man sich ja vertun. Meiner Meinung nach, da wächst ja immer noch nichts und da ist Sand. Wieso ist das Sand? Weil da wahrscheinlich die Flut durchgeflossen ist. Ich zeige euch jetzt was. Hier kleiner Krater mal zur Abwechslung erstmal. Ich mache so quer durch. Ich wollte das mit Plan machen, aber dann gibt es natürlich sowas. Davon gibt es ja wahrscheinlich Tausende weltweit. Aber das sind alles so die Bruchstücke, die kleineren, die da noch eingeschlagen sind. So, jetzt mal zum Kratersee. Das ist schon was, ne? Und das ist so eine Besonderheit. Für mich sah das eindeutig wie ein richtiger, normaler Krater aus. Also vom Einschlag her. Offiziell soll das auch hier ein Vulkan gewesen sein. Ja, hier sieht man, das soll ein Vulkan sein. Vielleicht ist das auch ein Vulkan, fast 600 Meter tief. Unglaublich eigentlich. Was witzig ist, natürlich ist überhaupt keine Zeitangabe auf Wikipedia, muss man sich vorstellen. Nicht mal eine Schätzung, gar nichts. Selbst wenn das ein Vulkan ist, für mich sieht das vieles so frisch aus, auch die Kanten und so. Kann es nicht sein, dass das meiste, also vieles zusammen hier auf die Erde gestürzt ist?
und man natürlich uns nicht die ganze Wahrheit erzählen will, das ist ja, das weiß nicht. Ich habe natürlich eine Vermutung gehabt, dass das Asteroideinschlag war, der hat die Erdkruste durchschlagen und natürlich war das ein Vulkan danach auch zeitlang. Ja, hier ist so ein Kraterrand. Denkt ihr wirklich, ich weiß nicht mal die offizielle Zeitangabe, aber die sehen alle so recht frisch aus, weil, guckt euch das an, das ist Schotter, das ist auch schon gelöst. Das musste doch irgendwie unförmiger sein, oder nicht? Das ist meine einfach Meinung jetzt, aber lassen wir das weg. Ich gehe sofort weiter. Und jetzt wird es interessanter, weil das sind Sachen, die ich selber entdeckt habe. Und das hat mehr Spaß gemacht, weil die sind gar nicht irgendwo eingezeichnet. So, das ist etwas, das habe ich selbst entdeckt. Das hat auch gar keine Bezeichnung. Aber was sehen wir hier? Das ist schon heftig, weil der Krater ja ein bisschen kleiner ist, vielleicht wieder in Arizona oder wo das war. Dieser Baringer Krater, aber der ist ja nicht mal aufgezeichnet. Man denkt, man ist auf dem Mars oder so hier. Und das ist eindeutig ein Krater vom Einschlag und wieder recht frisch. Also ich bin der Meinung, dass die, guck euch an, ich habe das ja Kraterfeld genannt mit Fragezeichen, aber die haben keine Namen, die wurden wahrscheinlich nie untersucht. Da sind mehrere und jetzt gehe ich mal ein bisschen höher, weil ich wollte das Feld zeigen, wie ihr seht. Ist auch erstaunlich, dass die meistens von der Seite kamen. Manche haben so eine längliche Form, wie man sieht, und das ist meistens gleiche Richtung. Moment, das ist, ja, das könnte auch ein Krater sein, der einfach verwittert ist, weil hier floss irgendwie mehr Wasser, aber da haben wir diese auffälligen Spuren, ne? Das ist jetzt nicht natürlich passiert und das sind auch keine Vulkane. Naja, ich weiß ja nicht, ob jedes einzelne Vertiefung ein Krater von Asteroideinschlag ist. Aber was auffällig ist, sind diese Formen. Das ist immer so oval und immer aus der einen Richtung. Und wenn man sich das näher anguckt, bitte, dann sieht das schon wie ein Krater aus, auf jeden Fall. Und was witzig ist natürlich, ist da überall Salz und Salzwasser, wenn überhaupt noch, und es trocknet immer weiter aus. Da, wie lange kann das eigentlich erst her sein? Und hier ist eine Besonderheit sofort zu erkennen, weil hier sieht man auch die Verschiebung der Erde praktisch, dass die Erde sich teilweise ne, hochgegangen ist und teilweise in die Tiefe. So, ich wollte das hier zeigen und wo bin ich hier wieder? So, ihr seht. Das ist auch wieder so die Reste des Sees und man sieht, in welche Richtung es gekippt ist. Ihr seht, wie es rausgelaufen ist, der Großteil davon. Hier lief das Wasser, man sieht das hier auch an den Spuren natürlich, überall. Und man kann das hier noch besser erkennen und hier sieht man wieder Sand und Fluten, also Sand und Schlamm hat sich hier angesammelt und teilweise ist das hier runtergeflossen, da hat sich wieder was angesammelt. Und da ging es weiter. Es ist so eindeutig hier eigentlich zu erkennen, hier die Spuren noch, dass das Wasser hier nach rechts gelaufen ist. Natürlich weiß ich jetzt nicht, ob da auch eine große Flut das mitgenommen hat, alles, oder ob sich die Erde hier hoch, ob die ein bisschen hochgegangen ist. Aber das sieht man halt weltweit und manches kann man, selbst die offiziellen Wissenschaftler wissen ja oft das gar nicht oder wollen das auch gar nicht wissen, aber wir haben hier, guckt euch das an, das ist doch immer die gleiche Richtung von diesen Einschlägen. Also müsste ein merkwürdiger Zufall sein, dass hier alle Krater diese Form haben. Vor allem will ich hier einfach nur die Flutspuren nochmal so zeigen, dass sie eindeutig sind. Große Schlammmassen muss das gewesen sein. Und hier lief das Zeug, wie man sieht, noch. Es ist ganz deutlich zu erkennen. Na, das ist, hat sich hier verteilt. Da, wo die Vertiefungen sind, die wurden ja aufgefüllt. Aber man sieht ganz deutlich, wo das herkam. Hier gehe ich zu dem nächsten Kraterfeld, das ich einfach so genannt habe. Was soll das sonst sein?
Und wieso haben die immer die gleiche Richtung? Das ist so, als wäre das alles aus dieser Richtung gekommen, die Einschläge. Weißt du, was auch dagegen spricht, wie sollen Seen entstehen, die immer die gleiche Form haben? Also jetzt andersrum, ne? Oder hier. Ist das kein Krater? Natürlich ist das einer. Hier, das sind alles Krater. Das vielleicht nicht hier. Das ist so etwas. Das gehört vielleicht nicht dazu. Aber sonst haben wir ganz viele kleine, große mit Wasser gefüllt oder ohne Wasser. Und die haben alle irgendwie die gleiche Richtung. Und genau das habe ich auch hier. Kraterfeld 4 habe ich hier irgendwie genannt. Weil es eindeutig ist. Ne? Und hier bitte. Das Wasser natürlich verfälscht manchmal, weil wenn da eine Vertiefung ist, dann verformt das sich ein bisschen. Aber trotzdem hat man immer irgendwie das Gleiche. Und hier haben wir ohne Wasser. Die haben auch keine Datierung, kein Namen, nichts. Ne? Das ist. Wir sehen ganz viele kleine noch neben. Also was hier los war, ne, auf der Erde. Ach so. Wir haben viele Höhlenzeichnungen übrigens mit vielen. Ja, Feuersteinen und sonst was, Kometen, ja, Kometen sind das ja nicht, Asteroiden, aber da wurde das praktisch wie so eine Art Regen auch oft beschrieben oder gezeigt. Und es ist auffällig, wir sind hier auf, guck euch an, wo wir eigentlich hier sind. Das wollte ich mal zeigen. Wir sind hier ganz weit unten. Da ist Chile und das ist Argentinien. Ich hoffe, ich habe dich nicht vertan jetzt. Und hier habe ich Krater und Fragezeichen gemacht. Aber ist auch wieder, ne? Eigentlich eindeutig ein Krater. Aufgefüllt mit Sand, der in diese Richtung wieder. Also das Wasser floss in diese Richtung. Genau, guckt euch das an. Ich kaum improvisiere. Schon sehe ich sogar eine Art Flusslauf, was sich dann wahrscheinlich ganz schnell gebildet hat. Genau wie dieses Mini. Ja, Grand Canyon würde ich das nicht nennen, aber das bildet sich innerhalb von Stunden teilweise. Hier sieht man noch, genau, hier ist auch noch das Wasser drin. Leute, das kann doch nicht sein, dass das die Beschreibung 50.000 Jahre, bla bla, hier ist gar keine Beschreibung bei den meisten. Ja, aber wir haben Beschreibungen, manche Krater sind vor 12.000 Jahren auch offiziell entstanden. Vulkanausbrüche, und zwar glaube ich, das sind insgesamt, die ich kenne jetzt so 6, 7 Vulkane weltweit, die vor 12.000 Jahren aktiv waren, gleichzeitig. Dann haben wir diese Krater, die vor 50.000 Jahren entstanden sind, davon gibt es auch mehrere und Vulkane mehrere. Also irgendwie, entweder passiert das alle paar tausend Jahre oder die Datierungen sind totaler Quatsch, weil die Erosionsspuren sprechen eher dafür, dass das alles aus der gleichen Zeit ist. Aber was ist das für ein heftiger Einschlag, weil hier Felsen sind. Und das spricht ja dafür, guckt euch das an. Ich sag ja nicht, jedes einzelne Loch wahrscheinlich nicht, aber diese Formen hier, schräge Krater, hier ist auch so ein Krater, der schon ziemlich kaputt ist, erodiert. Man sieht, das Wasser ist da rein. Ich weiß nicht, ob das von hier kam. Aber man sieht, dass das durchkämmt ist. Man sieht, dass das hier reingelaufen ist. Und man sieht, dass das hier rausgelaufen ist, eindeutig. Oder umgekehrt vielleicht. Ja, ich sag ja, wer weiß, wie das war. Ich weiß nur, dass diese Tsunamis allein nach diesem großen Asteroideinschlag damals angeblich vor 65 Millionen Jahren, ich glaube nicht, dass das so lange her ist, aber der hat eine Woche lang über der Erde praktisch, ja, der war eine Woche lang aktiv, dieser Tsunami. Das bedeutet, der könnte auch aus mehreren Richtungen gekommen sein. Und wir haben ja viele, das sind viele andere Asteroiden zu der Zeit mit eingeschlagen. Das ist hundertprozentig. Das wird irgendwie so gerne, ich weiß nicht, das ist wohl ein bisschen so ein Tabuthema. Aber wir haben hier die Spuren, wir haben die rauchenden Pistolen, weil das ist nicht eine, das sind Tausende. Und gleich nicht weit von diesem Kraterfeld, was haben wir hier? Sogar vier Vulkane nebeneinander, die auch gar keinen Namen haben. Aber ich zeige euch das. Es gibt hier Sachen wahrscheinlich auf meinem Kanal, das bringe ich gerne wieder rein, die man eben noch nicht kennt.
Weil natürlich manche Themen, ich hätte meinen Kanal vor 10 Jahren schon aufmachen sollen, das ist das Problem. Ja. Wir haben die vier Vulkane hier mitten im Kraterfeld. Und da gibt es jede Menge Vulkane. Hier zum Beispiel habe ich den nächsten. Und da überall Schlammfluten haben wir hier. Also wir haben hier wirklich auf einem kleinen Feld, relativ klein, haben wir viele, sage ich mal, ja, Beweise kann man das eigentlich nennen, für eine Sintflut, für eine große Asteroidenbeschuss der Erde. Und für die Vulkanaktivitäten. Und deshalb ist das auch alles leer dort. Was denkt ihr, wie es dann hier aussehen würde, wenn das hier passiert, in Europa oder so, ne? Dann, danach wäre auch Wüste, erstmal Flut, dies, das, Zerstörung. Da entdeckst du auch nichts mehr. Hier könnten ganze Zivilisationen komplett ausgelöscht worden sein. Ich gehe mal hoch, nur um euch zu zeigen, was das für Dimensionen sind. Wie ihr seht, ist das alles hier tot. Guckt euch das an. Das ist durchlöchert, ja. Ich will jetzt auch nicht sagen, das sind alles Krater und so. Ich brauche das aber gar nicht. Ich habe das gar nicht nötig, weil ich habe ja genug hier Indizien dafür oder Beweise, dass es. Natürlich sind das Krater. Und auch wieder schräg meistens. Und ja, wie gesagt, das Wasser und die Zeit hat natürlich manches verändert. Aber es könnte keine Millionen Jahre her sein. Aber was ist hier passiert? Ist ja durchlöchert. Hier haben wir wieder etwas, was wie ein Krater eindeutig aussieht. Wie nennen die das offiziell? Hat das überhaupt? Ach. So, Flutspuren 1. Das sehe ich von hier schon eigentlich. Aber ich fahre mal tiefer, damit ihr sieht, was ich damit meine. Die Krater sind hier wieder so geformt, weil hier das Wasser durchgeflossen ist. Guckt euch die Höhenangabe an. Hier gucke ich 92, 93 Meter. Hier 92 Meter. Hier 99 Meter. Hier 98 Meter, aber hier auch 97 Meter. Egal, also das ist alles komplett flach. Das wurde komplett durchgekämmt und man sieht das ganz deutlich hier am See, wie das Wasser hier durchgeflossen ist. Es sind keine Millionen Jahre her, vergiss das, Leute, vergiss das einfach. Und hier sehen wir ganz deutlich, wie das hier durchgekämmt worden ist. Ich glaube, ich gehe höher, da sieht man es besser. Seht ihr das hier und da? Diese Linien und diese zerpflückte Seen, sage ich mal. Ja, die sind ja richtig. Man hat richtig den Boden hier durchkämmt, ja. So, ich wollte eigentlich Krater zeigen die ganze Zeit, aber wenn man anfängt, was zu machen, dann kommt es ganz anders wieder, ne? Aber ich zeige euch die Berge hier und wieder mal das gleiche wie in China oder Sahara oder sonst wo, wo sich der Sand wieder in den Bergen aufsammelt, wo das Wasser hier durchgeflossen ist. Moment, ich messe mal nach die Tiefe. Wir haben hier 580, hier haben wir 606, 598, ja, hier ist bestimmt höher, 500, 650, so, ja. Wir haben die gleiche Höhe und hier, ja, hier ist über 1 Kilometer hoch. Das ist ein bisschen höher hier. Ja, dann kann das Wasser eigentlich nur von hier gekommen sein, würde ich sagen, ne? Und es hat sich hier irgendwie aufgestaut. Genau, durch das Gebirge hier. Hier ist der Übergang. Oh, Moment, die Höhe 797. 600, ja, 100 Meter höher. Und hier ist das einfach stecken geblieben. Durch die natürliche Barriere. Und wie man sieht, ups, komm zurück. Hier sieht man, wie der Sand stecken geblieben ist. Und teilweise ist der Schlamm und Sand hier weiter durch geflossen. Guckt euch das an. Da ist ewig trocken. Ne? Aber wir sehen, das sieht aus, als wäre da wären nur Flüsse gewesen. Da kann irgendwas nicht stimmen. Weil hier auf dem Berg, ja, Erosion, lange, lange Zeit, ja, ist möglich, dass das so entsteht. Aber doch nicht im schlammigen oder sandigen Boden. Guckt euch dieses riesigen Muster an hier. Dünnen, aber vor allem so, als wäre hier Wasser durchgeflossen, aber was für ein gigantisches. Sowas entsteht auch am Strand, wenn die Wellen können sowas bilden. Aber guckt euch diese Dimension an. Hier das Gleiche. Und hier auch. Und was haben wir hier? Salzablagerung in den Bergen. Wieso? Weil das Meereswasser dadurch gesaust ist. Und hier haben wir auch wieder, ne? Der Berg hat sich
Da hätte man wahrscheinlich vielleicht überlebt. Ich weiß ja nicht, wie hoch ist das Ding. Ja, fast 3 Kilometer. Jetzt haben wir einen Krater. Das ist ein fetter Krater. Der ist 100 Kilometer. Der, die angeblich die Dinosaurier ausgelöscht hat, war 180 Kilometer Durchmesser. Der hat hier 100. Bisschen mehr als die Hälfte. Aber die Zeit ist wieder witzig, weil da steht irgendwas von 12, von 212 Millionen Jahren. Ist dieser Krater wirklich so alt? Hier ist der Unterschied zum Beispiel, weil hier Wasser ist natürlich, aber hier ist alles nur grün und deshalb ist das halt ein bisschen schwerer erkennbar, aber trotzdem ganz deutlich einfach. Nur die Sache ist, wie alt ist das wirklich? Sind das 212 Millionen Jahre, so wie in Mexiko dieser Krater angeblich 165 Millionen Jahre alt sein soll? Und dann sehen wir Krater, die sind dann angeblich 50.000 Jahre alt, aber sehen frischer aus. Irgendwas mit den Zeitangaben, das glaube ich einfach immer weniger und forsche deshalb selbst, weil ich bin mir sicher, dass diese Katastrophe eigentlich ja, so ein Geheimnis sein soll. Hier vielleicht mal ein Foto, so wie, das ist auch interessant, diese Landschaft, die entstanden ist. Aber hier seht ihr, was das für ein, ja, was das für Dimensionen sind. Das ist nur dieser Kraterrand, ne, mit Wasser gefüllt. Sehr schöne Strände sind da entstanden, aber als das passiert ist, dann wäre ich nicht gerne dort gewesen. Ne? Also, wenn man sich das so anguckt, könnte man sagen, dass die zerstörerische Kraft eigentlich auch so eine Art Schöpferkraft ist. Da sind wir wieder bei Shiva oder so. Weil, wenn man bedenkt, was das erschaffen wollen ist dadurch, also diese ganze Landschaft, die wirklich für die Leute, die dann überlebt haben und dahin gekommen sind wieder, wenn die das gesehen hätten, dann, ich glaube, die wären total überrascht, weil wenn da zum Beispiel ein kleiner See war oder gar kein See, hatten die plötzlich ein kleines Meer, ja, mit einer großen Insel und dort sind Flüsse entstanden, da sind Berge entstanden, hier hat sich alles verwandelt und nachhinein vielleicht nicht unbedingt negativ, wollte ich mal auch aus dieser Perspektive natürlich, ja, mal reinbringen, so die Perspektive. Dann möchte ich noch diesen zeigen. Das war es erstmal mit den Kratern, aber guckt euch das an, was für ein fettes Teil das ist. Meilen Durchmesser. Dann haben wir natürlich Grand Canyon hier, was garantiert nicht irgend so ein kleines Bach produziert hat in Millionen von Jahren. Guckt euch das hier an. Hier, ich gehe mal ein bisschen weiter, damit man sich das so vorstellen kann, was erzählt wird. Hier ist natürlich so ein Fluss und vielleicht sind da so ein paar kleine Bäche, ja. Aber wenn das so wäre, dass das solche Bäche machen, wieso haben wir das, wieso ist das so einzigartig? Gerade in diesem Gebiet, das ich eben schon gezeigt habe, ich bin ja um die Ecke, sind hier wieder Asteroideinschläge, Vulkane, Flutspuren haben wir hier ganz deutlich überall. Guckt euch das an hier, die große Flut. Und das sind Größen hier, ich gehe mal näher, damit man sieht, eigentlich wie gigantisch das alles ist und wie eindeutig. Überall floss hier Wasser, was haben wir hier? Irgend so Mini Grand Canyon oder so, aber wir haben dort Trockenheit seit langer Zeit. Natürlich sind diese Bäche und ein paar Flüsse dort, aber wieso gibt es das eben nur dort? Wieso sieht das hier so aus? Wieso ist der ganze Boden irgendwie zerstört? So, ich wollte mal was aus Deutschland zeigen. Langsam beende ich das Video, weil zu lange Videos will, glaube ich, kein Mensch gucken. Ich könnte auch ein 2-Stunden-Video machen, aber es wird einfach zu anstrengend, glaube ich. Nördlinger Ries. Der wird 20 bis 24 Kilometer angegeben, dieser Krater. Der ist deutlich über 100 Meter tief. Gehen wir mal hier auf die Seite, die offizielle. Was witzig ist natürlich, die haben jahrzehntelang gerätselt und das relativ spät, ob das doch nicht ein Vulkan war, der völlig dann verschwunden ist. Und hier steht, dass das vor 14,6 Millionen Jahren war.
Ja, die da, das ist bei mir immer ein Fragezeichen, ganz dickes. So, wollte mal Kraterrand wieder zeigen. Hier, keine Ahnung. Hier bei diesem bin ich mir sowieso nicht sicher, ich würde da keine Zeit jetzt Angabe machen. Ja, da gibt es zum Beispiel so Strahlenkegel, da sieht man diese Kraft, Hitze. Hier, Moldavit ist entstanden, das ist irgendwie was Verglastes, aber ganz genau, was es ist, weiß ich jetzt nicht. Nur wollte ich das mal so zeigen, weil hier so ein paar Details sind, die ich eben weggelassen habe. Wie das entsteht auf dieser Rand, kommt natürlich auf die Stärke an. Manchmal entsteht so ein Zentralberg noch. Auf jeden Fall, die Angaben sind immer noch witzig, weil die haben sich jahrzehntelang, wussten die gar nicht, was da passiert ist. Dann haben die gedacht, vielleicht war das doch Meteorit, Asteroid. Aber hier steht allein die Geschwindigkeit hier, 54.000 km/h bis 180.000 km/h. Da sieht ihr, wie die Angaben sind eigentlich. Ne? Gut, auf jeden Fall 24 Gigatonnen, das war die Stärke von 1,8 Millionen Hiroshima-Bomben. Also etwa 40 Kilometer südwestlich von den Nördlinger Ries ist immer noch ein Steinheimer Becken, haben wir hier auch ein Krater. Und ich guck mal hier. Das ist halt, weil das alles grün ist, wäre das in der Wüste, wäre das alles deutlich besser sichtbar natürlich. Ich frage mich einfach diese Zeitangaben. Hier haben wir so eine Radaraufnahme ein bisschen überhöht. Und wieder das Gleiche. Was das für Kräfte waren. Muscheln? Schneckensand. Flutspuren. Ja, und hier die Ränder des Kraters. Ja, das ist der Zentralhügel. Das war wieder, ne, das hat eben die Erdkruste, schießt dann ein bisschen nach oben und bleibt dann so. Und jetzt kommt's auf dem Kalksteinfelsen. Kalkstein ist auch relativ weich und brüchig. Guckt euch an, wie steil der Turm nach oben geht. Natürlich hat man das so möglichst schlecht fotografiert. Danke an Wikipedia, ihr seid die schlechtesten überhaupt, was Fotos angeht. Aber kann das dann so, weiß ich, was war das wieder für eine Angabe? Millionen Jahre so ein Teil da rumstehen, ohne erodiert zu sein? Weiß ich nicht. Glaube ich eher nicht. Das ist der Zentralhügel, da ist der Kraterrand, hier sieht man das wunderbar. Und da oben sind auch so ganz spitze, ich weiß nicht, wie hoch das war, ich schätze mal 7 Meter oder so, sage ich einfach mal, behaupte ich. Aber kann das so lange her sein? Da sollen hier 14 bis 15 Millionen Jahre her sein. Komisch, ne? Wenn man die ganzen Zeitangaben so offiziell nimmt, was ist hier dann durchgehend etwas passiert? Die ganze Zeit. Also, und teilweise gleichzeitig und dann immer wieder. Das ist irgendwie. Ich weiß, dass es mehrere Katastrophen hier gab, aber die wissen ja nichts. Und das, was die wissen, vertuscheln die auch noch. Ach, hier sollen das nur 18.000 Hiroshima-Bomben gewesen sein. Und davor hatten wir, wie viel waren das? 1,8 Millionen? Hier haben wir es. Hier waren es angeblich 1,8 Millionen für diesen Krater und der andere soll nur 18.000 Hiroshima-Bomben stark gewesen sein. Naja, hier 14,6 Millionen Jahre. Und hier auch 14,6 Millionen Jahre. Also hatte das ein Begleitasteroid in diesem Fall. Die Zeitangaben, wie ihr seht, an diesen Erosionsspuren weltweit, ich ungefähr so gezeigt habe, glaube ich, hoffe ich, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Guck euch an, hier und hier, dieser Krater und dieser Krater. Das sind ja nur die, die entdeckt sind. Und ich verabschiede mich jetzt hiermit, sonst wird das einfach zu lang. Ich könnte ja so ewig weitermachen, echt jetzt. Ich werde es richtig warm. Aber gut, ihr das auch selbst entscheiden, gucken. Dieser Phantomkrater ist eine völlige Anomalie. Meiner Meinung nach ist da was aus der Erde rausgekommen. Weil das ist Geröll hier. Das ist einfach kein Vulkan. Es ist auch kein Einschlagskrater. Das ist in Russland. Und ich kann dazu gerne was machen.
Aber ich wollte das einfach mich damit verabschieden, weil das hier so wieder mal völlig was anderes ist, ne? Und trotzdem wird das Krater genannt. Ich wollte euch sagen, die Wissenschaft ist ja wirklich teilweise an der Oberfläche am Kratzen und ich denke nicht, dass die uns die ganze Wahrheit erzählen wollen. Was natürlich auch auffällig ist, wir sind hier in der Nähe von Tunguska und das war garantiert kein Asteroid, das dort explodiert ist. Und wir haben hier eigentlich gar keinen Krater, da ist das passiert, zwar explodiert, aber das ist ja über dem Boden explodiert. Es gab Zeugenberichte aus diesem Zug und einige Bauern und so, das wird sehr gerne weggelassen. Das, je neuer die Sendungen sind, desto blöder. Früher gab es Bücher, die waren viel wertvoller als diese Sendungen heute. Das Ding ist runtergeflogen und dann hat das hochgezogen. Und es war kein Asteroid. Dann ist das explodiert.